Moin zusammen. Heute gibt es mal wieder was zu testen, und zwar vom Platz, und zwar diesen Gesellen hier. Das ist der Head Prestige S. Die ganzen Daten, wie der von Namen aussieht und sowas, gibt es gleich aus dem Studio. Ich gehe jetzt auf den Platz und cut. Moin zusammen. Das hier ist der neue Head Graphene Prestige S. Wie sich das für einen typischen Prestige eigentlich gehört, hat der 98er Kopf, wiegt in diesem Fall 305 Gramm unbeseitet, hat einen 22er Rahmen, eine Balance von 32,0 und ein 16-19 Seitenbild. Die Daten und auch die Rahmenform, gerade hier in dem Herzbereich, ist es leicht dreieckig gehalten. Das war auch schon im Vorgänger so, da ist eigentlich alles gleich geblieben. Da hören die Gleichheiten aber dann auch schon auf. Dank Graphene ist das ein komplett anderer Schläger und wirklich für meine Begriffe wunderbar zu spielen. Erstmal nimmt man den in der Hand und denkt, der wäre viel schwerer als er ist. Ich hatte den in der Hand parallel mit dem MP, der wiegt ja bekanntlich 320 Gramm und gefühlt hätte ich nicht sagen können, welcher jetzt hier schwerer ist und welcher nicht. Auf dem Platz, und das ist natürlich Graphene typisch, da merkt man allerdings die Unterschiede. Das Ding ist super schnell und super angenehm zu manövrieren, sehr sehr wendig und trotzdem sehr stabil, gerade eben wenn man schwingt. Kurz gesagt kann man sagen, man kriegt beim Prestige S alles, was man von einem typischen Prestige erwartet, nur in leichter, mit mehr Spin und irgendwie auch schneller. Ich persönlich fand das Feedback einfach ziemlich atemberaubend. Da kam erstens nicht nur jeder Ball dahin, wo er sollte, sondern auch die Quote war sehr, sehr hoch. Es war ein sehr fehlerloses Spiel, ich habe kaum Fehler gemacht. Das Racket ist eigentlich auch relativ einfach, wenn man es in die Hand nimmt. Man muss sich nicht groß umgewöhnen am Anfang, allerdings merkt man nach und nach dann erst die wirklichen Stärken und das Potenzial des Schlägers. Gegenüber anderen Meinungen war bei mir zum Beispiel kein Kritikpunkt der Aufschlag, da haben manche dann gesagt, der wäre denen zu leicht, wie auch immer, da wird Masse fehlen. Mir persönlich kommt das sehr entgegen, weil meine Aufschlagbewegung wird so noch ein bisschen schneller und es kam wirklich ordentlich Wumms bei rum, ohne dabei unstabil zu werden. Alles in allem war das für mich ein hochinteressanter Test, ein wirklich extrem interessantes Racket, das Teil. Wer also auf MP bzw. Prestige-MP-Feeling steht, wer es aber vielleicht ein klein bisschen aggressiver haben möchte, hier natürlich auch mit 16-19, also deutlich mehr Spin, der sollte den bitte ausprobieren. Guckt euch aber natürlich auch den Rest bei uns der Prestige-Reihe auf centercourt.de an. Da ist definitiv für jeden was dabei. Das hier war der Prestige S.